Meine lieben Mittelalterfreunde, herzlich willkommen zurück. Wir machen weiter mit einer neuen Folge Medieval Dynasty. Wir waren beim letzten Mal schon fleißig. Wir haben ein paar Fallen gebaut oder vielmehr nur eine. Aber immerhin, wir haben ein Tier erlegt, wir haben uns Essen gemacht, unser Hütchen steht. Das ist richtig schön und wir müssen auf den nächsten Tag warten. Aber wir können noch nicht schlafen. Denn wir müssen warten. Okay, alles klar. Gut, dann gehen wir mal ein bisschen erkunden. Vielleicht finden wir ja noch ein paar nette Kräuter oder so. Wer weiß, wer weiß. Irgendwas war hier gerade. Stock, okay. Stock nehmen wir mit. Ist auch noch ein Stock. Schluck trinken. Zack. Sehr schön. Johanniskraut. Na, wo war's? Irgendwo hier. Das ist ein bisschen komisch. Das ist eine Ente. Lustig. Stein. Wo Steine brauchen wir, ne? Nehmen wir ruhig mal mit. Stock. Nehmen wir auch mit. Okay, wir gehen mal kurz. Oh, Bären. Bären, Bären, Bären. Fünf unreif. Wieso sind die noch nicht reif? Ist das die falsche Jahreszeit? Kann das sein? Schade eigentlich. Oh, hier ist ein Ahornstumpf. Warte mal, kriege ich den weg? Ja. Und wir tragen zu viel, aber ist kein Problem. Wir haben ja hier unsere Kiste. Können wir das reintun. So. Zack. Holzstamm. Fünf Stück, packt mal rein. Leder packt mal auch rein. Das ist noch vom Tier vom letzten Mal, ne? So. Guck mal. Flong. Bis zum nächsten Tag schlafen. So, jetzt können wir wieder mit Unigost sprechen. Das ist wunderbar. Lauf mal zurück. Ich freue mich schon. Mal sehen, was er uns dieses Mal wieder Schönes erzählt. Das könnte interessant werden. Tü-tü-tü, tü-tü-tü. So, 250 Meter Richtung Südosten. Müssten wir gleich wieder hier über die Brücke rüber, ne? Ja. Kaputter Wagen liegt da immer noch. Okay, okay, okay. Wunderschön. Einfach nur wunderschön. Ich bin echt begeistert. Und das alles für nicht mal 30 Euro. Kann man nicht meckern. So, hier ist wieder der... der Fuhrmann, glaube ich. Ja. Okay. Dum, dum, dum. So. Auf der linken Seite, gleich irgendwo. Hier. Der ist bestimmt hier drin.
Guten Tag. Unigost. Hallo Rasimir, lebst du dich langsam ein? Ja, allmählich. Bisher ist es mir hier gut ergangen. Das ist wundervoll, Rasimir, aber du kommst zu einem schlechten Zeitpunkt. Meine Pflichten als Kastellan erwarten mich. Natürlich, ich verstehe es. Alles in Ordnung. Ja, alles ist... Ich weiß es nicht, wenn ich ehrlich bin. Es hat einen Mord gegeben. Ach, du meine Güte. Ich dachte, so etwas passiert dir nicht oft. Weil es das nicht tut. Ich mache mich jetzt auf den Weg zum Schauplatz des Verbrechens und befrage die Zeugen. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, was mich erwartet. Ich bin sicher, dass die Sache bei dir in guten Händen ist. Das wird sich zeigen. Ja, es kann sich nicht vor dir verstecken. Spaß beiseite, Rasimir. Das ist eine ernste Angelegenheit. Ich kann dir im Moment keine weiteren Geschichten erzählen, aber ich denke, dass es jemanden gibt, den du treffen solltest. Sein Name ist Sambor. Er war einer von uns. Von der Meute, meine ich. Meinst du das ernst? Und er lebt hier im Tal? Das ist richtig. Eigentlich tun sie das alle. Hier, ich habe Sambors Haus auf deiner Karte eingezeichnet. Du solltest ihm einen Besuch abstatten. Großartig. Ich mache mich sofort auf den Weg. Aber sei vorsichtig. Sambor freundlich zu nennen, das wäre, als würde man es als angenehm bezeichnen, wenn man an einer höchst empfindlichen Stelle von einer Biene gestochen wird. Oh, ich bin sicher, dass du übertreibst. Er gehörte immerhin zu Memento. Sag später nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Okay, da mache ich mich auf den Weg. Okay. Quest aktualisiert. Gut. Oh, das ist aber weit. Na, da bin ich jetzt mal gespannt. Sambor. Der wohnt da drüben wahrscheinlich, ne? Okay. Mal sehen, hat er das wirklich auf der Karte eingezeichnet? Ich glaube ihm ja irgendwie nicht. Ja, hat er. Geht. Lager, Fallen, wilde Tiere, Gesamtansicht da. Okay. Ja gut, wir müssen hier gleich rüber. Gut, wir machen uns auf den Weg. Wir haben ja sowieso nichts Besseres zu tun. Dann gucken wir mal, wer der Sambor ist. Was er so zu erzählen hat. Ich bin sehr gespannt. Und es hat einen Mord gegeben. Das würde mich jetzt ja natürlich auch mal interessieren. Ich hatte erst gedacht, wir müssen ihm helfen, den Mord aufzuklären. Aber anscheinend nimmt er uns nicht mit. Aber vielleicht kommt das später noch. Wäre auf jeden Fall sehr interessant. Da gibt es bestimmt auch ein bisschen Loot abzugreifen. Das war natürlich mein Hauptgedanke. Oh, hier, Gänseblümchen. Die nehme ich mit. Können wir einer Frau schenken. So. Da ist der Adler. Aha. So, hier geht es nach Borova. Wir kommen von Gostovia, okay. Gehen hier rüber. So, hier kommt das nächste Schild. Borova. Okay. Wir gehen einfach hier mal den Weg weiter lang. Und gucken mal, was da gleich erwartet. Sind nur noch 490 Meter. Passt schon. So, Jagdgebiet entdeckt. Dachs. Mhm. Okay. Habe ich jetzt so auch noch nicht gesehen. Interessant, interessant. Doch da. Okay, aber den lassen wir in Ruhe. Wir haben gerade zu tun. Und wir kriegen langsam wieder Hunger und durstig sind wir auch ein wenig. In
Interessant, interessant. Aber auch hier wieder mit Zaun. Schönen Weg angelegt hier. Hat schon was. So, jetzt geht's hier hoch. Ah, noch 200 Meter. Irgendwo da hinten im Norden. Aber man merkt schon, das Spiel ist sehr gemütlich, ne? Also hier durchhetzen ist nicht. Man muss das schon alles so ein bisschen mitnehmen und auf sich wirken lassen. Aber ich finde das gar nicht schlimm. Das ist mal eine willkommene Abwechslung, ne? Man muss ja auch nicht immer hetzen. Ah, guck mal, da hinten sehe ich schon ein Hütchen. Ich werde aber vorher, bevor wir da gleich hingehen, werde ich speichern. Nicht, dass der mich gleich umboxt, weil ich hier auf seinem Privatgrundstück herumrenne. Okay, so wie es aussieht, scheint er Lederer oder sowas zu sein. Sambor. Du hast dich wohl verlaufen, Junge. Tut mir leid, ich wollte dich nicht... Warte mal, schau mich an und hör auf zu zittern. Aha, schwarz und blau. Du bist mit Lordan verwandt, nicht wahr? Ja, mein Name ist Rasimir und du musst Sambor sein. Und woher willst du das wissen? Ich habe mich mit Unigos unterhalten. Er hat mir gesagt, dass du auch zu Memento gehörst. So bitte, was habe ich gehört? Der Meute, die mit Unigos und Lordan. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so einen bescheuerten Namen gehört. Oh, tut mir leid, vielleicht habe ich mich geirrt. Wir wurden die glorreichen Fünf genannt. Okay, wir schleimen uns mal ein bisschen ein. Das ist doch gleich ein viel besserer Name. Da hast du verdammt recht. Das liegt daran, dass er von mir kommt. Jeder hat ihn geliebt. Keine Ahnung, warum Unigos dich diesbezüglich angelogen hat. Er war sicher nur neidisch auf deine Kreativität. Ha, natürlich war er das. Und nicht nur darauf. Wie dem auch sei, ich würde gern ein paar Geschichten über meinen Onkel hören und über die Abenteuer der Meute. Was für ein glücklicher Zufall, denn ich würde unglaublich gerne meine Zeit damit verbringen, an einem knisternden Feuer zu sitzen und Geschichten von früher zu erzählen. Ja, wirklich? Nein, verlass mein Grundstück und vergiss es. Und vergiss, wo es ist. Ach komm schon, es dauert auch nur einen Augenblick. Sogar nur den Augenblick eines Augenblicks. Sag mir nur, wie war mein Onkel so? Wie bist du zu einem Mitglied von den glorreichen Fünf geworden? Und was habt ihr überhaupt gemacht? Du weißt nicht, was wir gemacht haben? Unigos ist noch nicht dazu gekommen, es mir zu sagen. Ach, was soll's. Aber sei still und versuche zumindest etwas weniger anstrengend zu sein. Hm, womit soll ich anfangen? Richtig. Es fing natürlich alles damit an, dass Lordan von zu Hause wegging. Er war damals 18. Und wenn ich mich recht erinnere, dieser gerissene Schurke war schon immer eine zu große Nummer für seinen winzigen Geburtsort. Und das wusste er auch. Suchte das Weite, sobald er konnte. Aber wenn du so jung schon so gewieft bist, dann bedeutet das auch zwei andere Dinge. Du bist hochnäsig und hitzköpfig. Sein Plan war es, auf ein großes Abenteuer zu gehen. Das ist alles. Sehr detailliert, nicht wahr? Ein Weg wie dieser ist mit den Skeletten junger Idioten gepflastert. Aber Lordan war keiner von ihnen. Egal. Er wanderte tagelang. Tage wurden bald zu Wochen und seine Vorräte zu Staub. Er war als Jäger völlig unbrauchbar. Jedenfalls damals. Also waren Bären und Pilze alles, womit er sich versorgen konnte. Offensichtlich brauchte er Münzen. Er kam an einem Gutshof vorbei, der von einem Meer aus Apfelbäumen umgeben war. Lordan beschloss, sich dort anstellen zu lassen. Eine Woche wahrer Knochenarbeit verbrachte er dort. Seine Hände waren voller Blasen, seine Haut rot von der brennenden Sonne. Seine Knie pochten vor Schmerz. Ich muss schon sagen, du bist ein wirklich großartiger Geschichtenerzähler. Das hätte ich gar nicht erwartet. Mund zu! Willst du, dass ich fertig erzähle? Wo war ich? Ah, richtig. Er war erschöpft von der anstrengenden Arbeit. Spazierte zum Gutsherrn mit einem Lächeln im Gesicht, um sich seine Bezahlung abzuholen. Lordan war schon allein von der Vorstellung davon satt, was er sich alles an Köstlichkeiten kaufen würde. Und dann zerschlug die Hand
dieses Apfelbaumfürsten all die Schönträume, indem sie ihn lediglich mit ein paar wirklich lausigen Münzen abspeiste. Lordan war außer sich. Das war nur ein winziger Teil der Bezahlung, die er hätte bekommen sollen. Er schrie den Kerl an, verlangte Gerechtigkeit. Aber Arbeiter waren nichts als Fliegen für den. Abstoßende, ersetzbare Insekten. Und was machst du mit einer Fliege, die sie zu laut summt? Die Hände des Apfelbaumfürsten schlugen von beiden Seiten gleichzeitig gegen Lordans Ohren, mit so viel Kraft dahinter, wie sie ein Ochse hat. Lordan fiel betäubt zu Boden und die Wachen des Apfelbaumfürsten warfen ihn heraus wie Abfall. Sie nahmen sich auch die wenigen Münzen. Das sollte ich noch dazu sagen. Erst gegen Abend kehrte Lordans Gehör zurück. Und mit ihm kam auch ein Gedanke. Der Gedanke an Rache. Als ich ihn 10 Jahre später traf, war dein Onkel ein recht passabler Kämpfer. Aber das war er damals noch nicht. Er wusste, dass die Wachen kurzen Prozess mit ihm machen würden. Würde er sich auch nur in ihre Nähe wagen. Deshalb musste er einen anderen Weg finden, seine Rache zu bekommen. Lordan war schon immer ehrgeizig gewesen, aber der Hass trieb ihn nun an, wie nichts anderes je zuvor. Und, was ist als nächstes passiert? Als nächstes habe ich genug von dieser Unterhaltung, verzieh dich. Das geht nicht, du kannst doch jetzt nicht an dieser Stelle, mich nicht an dieser Stelle hängen lassen. Ich kann machen, was immer ich will. Sieh zu, dass du Land gewinnst, ich habe noch andere Dinge zu tun. Was für andere Dinge? Ich kümmere mich darum. Ich mache alles, was du willst. Nur bitte erzähl mir die ganze Geschichte. Bitte, bitte, bitte. Verdammt, du bist nervtötend. Sag mir einfach, was getan werden muss. Du wirst es nicht bereuen. Von mir aus halt nur endlich die Klappe. Hier, greif dir diese Schaufel. Ein ziemliches Dreckseil, aber sie wird reichen. Hinter meinem Haus gibt es Tonvorkommen. Geh da hin und grab etwas Ton für mich ab. Bin schon dabei, Boss. Aha. Grabe Ton ab. Holzschaufel. Die Frage ist, wo? Was hier vielleicht? Nee. Hä? Ah, hier. Das meint er bestimmt. Zack. Jo. Seltsames Holzrähchen. Die nehme ich immer mit. Ich habe keine Ahnung, wofür die sind. Aber wenn es umsonst darum liegt, ne? Sagen wir nicht nein. Okay. Mission erfolgreich. Ich will aber mehr. Ich grab dem hier den ganzen Acker um, wenn es sein muss. So. Guck mal. Zack. Weg. Guck mal, hier sind so viele Holzpferdchen. Was soll das? Das ist doch bestimmt irgendwas Questmäßiges, oder? Weinflasche. Hier hat jemand gespielt, glaube ich. Warte mal, hier sind noch mehr. Seltsame Holzrähchen. Okay, mich verlesen. Spawnen die immer nach? Kann das sein? Oder ist das einfach nur Zufall? Oh, wir sind überladen. Oder wir kriegen gleich von ihm eine Folgequest. Das kann natürlich auch sein, ne? Dass er sagt, hier, sammelt die Holzriechen ein. Okay.
Okay, okay, okay. So, Sambor, ich bin wieder zurück. Und, hast du ihn? Ja, hier ist der Ton, den du wolltest. Erzählst du die Geschichte jetzt zu Ende? Schon gut, schon gut. Also, wie ich bereits sagte, war Lordan damals kein besonderer guter Kämpfer. Er hatte kein Geld und keine Verbindungen. Aber er hatte eine Sache, eine ungewöhnliche Gabe. Siehst du, Lordan war schon von Kindesbeinen an ein außergewöhnlich begabter Lügner. Keine schwitzigen Hände, kein Schwanken der Stimme, eigentlich nichts, das ihn verraten hätte. Ruhiger, gleichmäßiger Atem, Augenkontakt die ganze Zeit. Zu hören? Am Ende konnte er mit jeder Art von Druck fertig werden. Selbst in den verrücktesten Situationen. Aber das war nicht von Anfang an so. Damals musste er nicht unter Druck lügen. Es war keine Belastung für ihn. Er tat es so selbstverständlich wie atmen. Er hatte einfach überhaupt kein Schuldgefühl. Er schmiedete einen Plan. Ein Plan, der so unfassbar bescheuert und an den Haaren herbeigezogen war, dass es schwer fällt, zu glauben, dass er tatsächlich funktioniert hat. Als erstes hat er den Schneider der Stadt dazu gebracht, ihn vollständig neu einzukleiden. In Kleidung, die nur den reichsten Adligen vorbehalten war. Die feinsten Stoffe, seidene Fäden, der ganze Schnickschnack. Entsetzlich teuer. Aber wie konnte er sich das alles leisten? Willst du jetzt sicher fragen? Ganz einfach. Er hat nicht dafür bezahlt. Also hat er einfach alles gestohlen? Das habe ich nie behauptet. Lordan war kein Dieb. Zumindest nicht im herkömmlichen Sinne. Davon abgesehen, habe ich die verdammte Geschichte denn schon zu Ende erzählt? Neu eingekleidet reiste Lordan zum Schloss des Königs dieses Reiches und ging hinein. Schon gut, jetzt weiß ich, dass du dir das alles nur ausdenkst. Das ist einfach unmöglich. Ha, du hast völlig recht, das ist es. Schon der Gedanke daran ist reiner Wahnsinn. Aber Lordan, er marschierte einfach hinein. Ich kann dir nicht verübeln, dass du mir nicht glaubst. Verdammt, ich würde mir ja selbst nicht glauben, wenn ich nicht genau so etwas später hunderte Male mehr mit meinen eigenen Augen von ihm gesehen hätte. Jedenfalls, er spazierte einfach so ins Schloss hinein. Und als er dort war, da setzte er seinen Plan in die Tat um. Und dieser Plan war? Mit seiner Frau zu schlafen. Wessen Frau? Die des Königs. Die Frau des Königs? Also die Königin. Richtig. Also nur, damit ich das richtig verstehe. Sein Plan war es, ins Schloss zu gelangen, um mit der Königin zu schlafen. Ganz genau. Du hattest recht. Das ist der absurdeste, bescheuerste Plan, von dem ich je gehört habe. Ich habe es dir ja gesagt. Aber der Plan hat blendend funktioniert. Ich verstehe es immer noch nicht. Was hat funktioniert? Was hat er damit erreicht? Nachdem sie sich geliebt hatten, zog Lordan sich wieder an und versprach der Königin, dass er ihnen ein paar Erfrischungen holen würde. Damit verließ er sie, ließ aber sein Untergewand absichtlich neben dem Bett zurück. Dann suchte er sich einen Wachmann des Königs und sagte ihm, dass er gesehen habe, wie sich die Königin zusammen mit einem verdächtigen Fremden in eine Kammer geschlichen habe. Der Wachmann stürzte in den Raum und fand dort die Königin nackt im Bett, mit der Kleidung eines fremden Mannes neben sich. Das ergibt für mich alles aber noch keinen Sinn. Ja, doch, ich glaube, ich weiß, worauf das hinausläuft. Als treuer Diener erstattete der Wachmann natürlich sofort dem König Selbstbericht. Dieser war außer sich vor Wut, wie du dir sicher vorstellen kannst. Er konnte wohl kaum seine Frau bestrafen, das hätte seinen Ruf geschadet. Aber er konnte sich ihren Liebhaber vornehmen. Leider hatte Lordan das Schloss zu diesem Zeitpunkt längst verlassen. Auf dem Rücken einer prächtigen Stute, die er sich aus dem Stall geliehen hatte, ritt er in den Sonnenuntergang davon. Der Herr der Apfelbäume. Weißt du, der König konnte den schamlosen Verführer nicht auf frischer Tat ertappen, aber er konnte versuchen, ihn aufzuspüren. Dafür gab es, abgesehen von dem Untergewand und seiner süßen Erinnerung für die Königin, nur einen Anhaltspunkt, sein Name. Nicht sein wirklicher Name, natürlich. Der Name, den er benutzt hatte, um sich der Königin vorzustellen. Der Herr der Apfelbäume. Ja, genau. Geil. Ha, genau, jetzt hast du es verstanden. Ha, das ist unglaublich. Der Kopf dieses hohen Herrn hat sich sicher kurz darauf von seinem Körper verabschiedet. Er wurde nicht umgebracht, das wäre nicht Lordans Stil gewesen. Die Königin flehte um sein Leben, also warf der König ihn in den Kerker, wo er seine letzten Tage verbrachte. Ha, Lordan war einfach erstaunlich. All das mit nichts als seinem Verstand und seiner Überzeugungskraft. Diesem hohen Herrn hat er gezeigt, dass er ihn besser nicht hintergangen hätte. Nicht, dass du jetzt den falschen Eindruck gewinnst, was seine Beweggründe angeht. Lordan hat sich diese ganze Mühe nicht nur gemacht, weil er selbst einmal schlecht behandelt worden war. Du musst wissen, dass dieser Apfelbaumfürst grausam und gnadenlos war. Er misshandelte alle seine Untergebenen.
Er tötete aus Spaß, vergewaltigte zum Zeitvertreib. Die Leute nannten ihn auch den Waschmann, weil er sich zur Angewohnheit gemacht hatte, die Bastarde, die ihm geboren wurden, direkt nach der Geburt im See zu ertränken. Wie ungewollte Kätzchen. Oh, krass. Lordan musste ihn aufhalten und das tat er. Aber das ist noch nicht das Ende der Geschichte. Nachdem der Herr des Apfelbaumguts gefangen genommen worden war, musste jemand seinen Platz einnehmen. Er hatte keine rechtmäßigen Erben, aber dann, auf verblüffende Weise, zu ganz genau dem rechten Zeitpunkt, erschien ein entfernter Cousin auf der Bildfläche. Ein reizender junger Mann mit zwei unterschiedlichen gefärbten Augen. Du nimmst mich doch jetzt auf den Arm. Er macht sich das Hab und Gut seines verurteilten Verwandten mit Leichtigkeit zu eigen, aber Lordan wollte nichts davon. Nichts für sich selbst. Also nahm er nur drei Beutel mit Münzen an sich und überließ den Rest den Arbeitern. Die konnten ihr Glück kaum fassen. Wahrscheinlich verehren sie ihn dort noch immer. Oh, und noch eine Sache. Warum drei Beutel? Das fragst du dich sicher. Ganz einfach. Einen für den Schneider, einen für den Stallburschen, von dem er das Pferd hatte, und den letzten für sich selbst. Mit genau der Summe, die er mit seiner Arbeit in der Plantage hätte verdienen sollen. Ich sagte dir ja, Lordan war kein Dieb. Und das war alles. Er stieg auf seine prächtige Stute und verließ das Reich. Auf zu neuen Abenteuern. Zumindest ist das die Geschichte, wie er sie uns zu erzählen pflegte. Also kann es gut sein, dass nichts davon war ist. Ha, aber so war es nun einmal mit Lordan. Jetzt verstehe ich, was du und Unigos gemeint habt. Er klingt tatsächlich, als könnte es ihn gar nicht geben. Mir ist nie wieder jemand wie er begegnet. Versteh mich nicht falsch, er hatte seine Fehler, aber Dinge, zu denen er fähig war. Seine Zunge kann nicht nur silbern, sie muss aus reinem Gold gewesen sein. Warte, warte, du hast mir ja gar nicht gesagt, was denn nun eigentlich der Sinn und Zweck der glorreichen Fünf gewesen ist. Oh, ich dachte, das wäre mittlerweile offensichtlich. An diesem Tag wurde nämlich Lordans Mission geboren. Er wusste, dass es verwöhnte und verdorbene Reiche und Mächtige, ganz wie diesen hohen Herren, an vielen Orten gibt. Sie saugen dem einfachen, hart arbeitenden Volk das Leben und die Würde aus. Und er wusste nun, dass er es mit ihnen aufnehmen konnte. Zumindest ein Stück weit. Also war es genau das, was er anfing zu tun. Korrupte Amts- und Würdenträger stürzen und dem Volk etwas zurückzugeben. Er klingt wie ein Held. Ein richtiger Held. Ein cooler Held. Also, es war nicht so, dass ich meine, er, ja, ich denke, das kann man so sagen. Und wie ist es dazu gekommen, dass du dich der Meute angeschlossen hast? Lordan arbeitete alleine, bis er Unigos traf. Die flinken Finger dieser kleinen Ratte halfen da weiter, wo Lordans Zunge nicht ausreichte. Und dann brauchten sie eben noch jemanden, der auch über die anderen Talente verfügte, die ihnen fehlten. Stärke, Männlichkeit, Mut und Tapferkeit. Unabhängigkeit, Rechtschaffenheit. Richtig, ich glaube, ich verstehe. Also suchten sie sich den Besten, den es je gab. Ich hatte gerade etwas Zeit zwischen zwei Anstellungen. Also versuchte ich es mit ihnen und schlagartig fing die Meute an, wirklich etwas zu bewegen. Aber ich prahle nicht gern. Oh ja, das ist mir aufgefallen. Bescheiden wie ein Veilchen. Schön, dass es dir aufgefallen ist. Jemand, der so talentiert ist wie ich, der hat es gar nicht nötig zu prahlen. So wie die Sonne nicht beweisen muss, dass sie hell ist. Wie dem auch sei. Ich habe jetzt schon mehr zu dir gesagt, als zu allen anderen in den letzten 5 Jahren. Also wird es Zeit, dass du verschwindest. Und wenn es nach mir geht, kommst du auch nicht wieder. Nie wieder. Es war mir eine große Freude und eine wahre Ja, ja, von mir aus. Jetzt sieh zu, dass du Land gewinnst. Und als Dank dafür, dass er meinen Aufenthaltsort verraten hat, bring Unigos diese seltsame Köstlichkeit von mir. Er mag sie besonders gern, Ohrfeigen. Willst du, dass ich ihm ins Gesicht schlage? Stotter ich etwa? Nein, Herr, natürlich, Herr. Zu Befehl, ich bin schon weg. Großartige Geschichte. Mega. Gefällt mir. Okay, Freunde, ich würde sagen, wir lassen die Geschichte vom Sambor erstmal ein wenig sacken. Wir haben nicht wirklich viel gemacht, aber ich finde, es war schon lohnenswert, sich das einmal anzuhören. Wir werden in der nächsten Folge uns auf den Weg machen, wieder in Richtung Gustovia. Oh, guck mal, was dann so Schönes passiert. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen, wünsche euch noch einen zauberhaften Tag und hoffe, wir sehen uns bald wieder. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und tschö mit Ö.